Moin Leute, ich bin's, euer Soul-Eye mit The Walking Dead Survivors. Es geht heute hier in diesem Video um die Ressourcen und Produktion, speziell Munition. Ja, ihr kennt das, ihr habt das Spiel neu angefangen. Ihr werdet sehen, bis zur Season 3 braucht ihr richtig viele Munition. Und wie man das am besten erfahren kann, wie man die Produktion erhöht, das zeige ich euch in diesem Video. Und wir fangen mal ganz, ganz trocken und einfach an. Munition kann man sammeln, ja, dafür braucht ihr die Munitionslage, also hier Waffenladen. In diesem Waffenladen müsst ihr Survivors zuweisen, weil die bestimmen, wie viele Munition ihr pro Stunde produziert. Ja, also je höher der Produktionswert ist, umso besser. Habt ihr natürlich alle Waffenlager gebaut, packt ihr überall, so wie bei mir hier im Hintergrund, eure Helden rein. Diese Helden erhöhen immer jeweils das, die Produktion der Munition, und das ist schon mal der erste Schritt, den ihr machen könnt. Der zweite Schritt ist das Plünderzentrum. Das zeige ich euch mal hier. Das ist das Plünderzentrum, aktuell bei mir auf Level 17. Je höher das Plünderzentrum ist, umso mehr Helden könnt ihr einer Sammelstelle zuweisen. Was meine ich damit? Das zeige ich euch. Wir suchen uns hier mal eine Munitionssammelstelle. Jetzt ist er hier rausgesprungen. So. Zack. Und zwar, Vorführeffekt finden wir jetzt hier keine. So. So, wir haben jetzt hier eine Sammelstelle gefunden. Und zwar ein Munitionslager Level 24 und Level 20. Und das richtet sich danach, je höher ihr Streuner besiegen könnt. Also wenn ihr jetzt wenn ihr Streuner Level 20 besiegt habt, könnt ihr auch Munitionslager Level 20 einnehmen. Habt ihr Streuner Level 21 besiegt, könnt ihr Munitionslager 21 einnehmen und immer so weiter. Ja? Okay, dann tippen wir hier auf das Munitionslager rauf. Und ich würde nicht sammeln, ne? Ich würde nicht mit den Truppen sammeln gehen, weil es dauert ewig und ihr braucht auch die Truppen. Ich würde immer eure Helden zuweisen. Ich kann jetzt keinen zuweisen, weil ich habe alle Survivors, die ich habe, und was das Plünderzentrum hergibt, schon alle zugewiesen. Das kann ich euch zeigen. Ihr könnt nämlich, wenn ihr hier oben auf Munition tippt, seht ihr, was ihr jetzt produziert pro Stunde. Ich produziere aktuell 278.000 Munition die Stunde. Das sind in 10 Stunden 2,7 Millionen Munition. Das ist echt ein richtig guter Wert, vor allen Dingen zum Anfang. Munitionslager könnt ihr, wenn die frisch auf der Karte gespawnt sind, so 6 Tage einen Survivor zuweisen. Das heißt, ihr könnt 6 Tage sammeln. Dann verschwinden die Munitionslager, packt alle Survivors in Munitionslager rein und ihr habt auch eine Gesamtproduktion, die euch sicherlich helfen wird. Ne? In 10 Stunden, wie gesagt, sind das 2,7 Millionen, dann könnt ihr euch das hochrechnen auf 6 Tage, bekommt man schnell Munition zusammen. Genau, das gibt es zu beachten. Ich würde aber auch Munition niemals kaufen. Ihr habt gesehen, wir farmen jetzt kostenlos pro 10 Stunden 2,8 Millionen. Ja? Gehen wir jetzt mal hier zum Beispiel auf Geschenkladen. So, merkt euch, 2,8 Millionen kostenlos. Hier gibt es ja auch Munition zu kaufen. So, da unten Kugelpaket. Und zwar gibt es hier 80.000 Kugeln für 1 €. Wenn ihr das kauft, steigert sich das immer. Aber es lohnt sich nicht, auch wenn ihr kurz davor seid, ein Gebäude aufzuziehen, ja, aufzuleveln, und ihr könnt es nicht abwarten, bitte tut mir einen Gefallen, kauft keine Ressourcen in diesem Spiel. Ressourcen sind teuer und lassen sich sehr schnell erfarmen, ne? Bitte nicht. Das beste Event ist Eugene und die Verlassenen, dort bekommt ihr richtig viele Munition. Und das Wichtigste ist, ihr müsst einen aktiven Clan haben. Weil Munition gibt es in sehr vielen Events, ne, Eugene und die Verlassenen. Dann könnt ihr dort die verlassenen Streuner aufmachen und natürlich die Streuner besiegen. Die Verlassenen, da gibt es richtig viele Munition. Sammelt euren Posteingang, und wenn ihr natürlich einen Bau startet, dann öffnet ihr eure ganzen Eingänge. So wie ich jetzt hier zum Beispiel, wir können das ja mal machen. Ich habe jetzt nur 37. Aber hier, über 600.000 Munition habe ich jetzt bekommen für, was ich, kostenlos, ja. 80.000 Munition kosten 1 €. Ne, zieht euch das mal rein. Also, wenn ihr kurz vom Bau seid und ihr braucht Munition,
weist den Survivern Munitionslager zu, wartet ein bisschen. Ihr könnt natürlich auch andere Spieler angreifen und Munition dadurch erbeuten, aber das ist nicht gut für einen Server, macht man nicht. Ne? Okay, gut. Wie kann man noch die Munitionproduktion erhöhen? Und zwar durch die Helden. Und zwar gehen wir mal hier auf die Entwicklungshelden. Wir gehen mal hier auf Zoe, erhöht die Kugelproduktion bei mir um 6%. Ja, Zoe kann die Kugelproduktion erhöhen, aber auch andere Survivor. Und zwar, wo ist er denn hier? Er hier, genau. Er erhöht auch die Kugelproduktion, jetzt gerade um 0,09. Ist nicht viel, ja? Es ist nicht viel, aber je mehr Survivors ihr habt, umso mehr Sammelstellen ihr habt, umso höher eure Waffenläden sind und gute Helden zugewiesen sind, umso höher ist die Gesamtproduktion. Und darauf kommt es an. Ja? Je höher die Gesamtproduktion ist, versucht immer diesen Wert zu steigern. Diesen Wert. Und dann wartet ihr 1, 2, 3 Tage ab und zack, habt ihr schon Millionen von Munition. Es wird leider in diesem Spiel vorkommen, ab der Season 2, dass Gebäude über 50 Millionen Munition benötigt werden. Versucht durch Buffs, wie gesagt, durch Sammeln, durch die Helden so viel Munition zu sammeln, wie es geht. Es geht, ja, habt Geduld. Ansonsten wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Die Waffenläden sind sehr wichtig. Plünderzentrum ist sehr wichtig, damit ihr, wie gesagt, je höher das Plünderzentrum ist, umso mehr Survivors könnt ihr natürlich zuordnen. Ja? Kauft keine Ressourcen, macht die ganzen Events mit, ne? Tides of the Dead, Eugene und die Verlassenen, macht Woodburys, sammelt natürlich auch auf der Karte hier die Munitionstaschen ein, beantwortet die Fragen, die dann hier erscheinen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das, was ich euch hier im Video erzählt habe über die Munition, gilt natürlich für Tomaten, für Holz, für Wasser und für Fleisch. Ja? Okay, wenn ihr noch dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, beim Munitionssammeln. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, viel Spaß. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.